So, Leute, da sind wir wieder zurück. Mit der Pumpe in der Hand, die wir eigentlich nicht wollen. So, wir räumen es mal auf. Ich weiß ja, das war eigentlich vorprogrammiert, dass das so passieren wird. Hätten wir wahrscheinlich auch gemacht, hätte da irgendein Gegner gestanden. Wir wollen auf jeden Fall diese Waffe hier nicht, diese Pumpe, die ist... Naja, bestimmt nicht schlecht. Und diese Standgeschütze hier, die festmontierten, die sind bestimmt nicht schlecht für... wenn man es auf einfacheren Schwierigkeitsgraden spielt, dann ist das sicherlich gut, weil man in der Zeit wirklich alle wegsemmeln kann. Aber hier nicht. Hier hat man halt einfach keine Chance. Okay, die verstecken sich hier überall. Alter. Alter. Das war ganz knapp daneben. Jawohl. Den Hammer. So, ich weiß überhaupt nicht, wo wir lang müssen. Die hier drüben möchte ich natürlich trotzdem abknallen. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich da mein Köpfchen vorstrecke. Dann könnte das ein schnelles Ende nehmen. Oh ja, Kommissar. Könnten Sie bitte Ihren Kopf wegnehmen, wenn ich da gerade versuche zu zielen. Boah, der geht einen auf den Zünder, dieser alte Greis. Den haben wir nur mitgenommen, damit er nochmal so einen letzten Lebenstraum hat. Alter Kriegsveteran, ich möchte an einer entscheidenden Schlacht mal mit teilnehmen. So, das hat er davon. Das steht mir jetzt ewig im Wege rum. Ui! Alter, lass das! Das hätte ins Auge gehen können. Aua. 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 Jetzt. So, der letzte Schuss war's gewesen. Und runter. Ui, eine Bazooka. Weiß nicht, was mir die jetzt bringen soll. Wenn hier zufällig irgendwo ein Panzer noch auf dem Haus steht, dann würde ich es auch nehmen, aber eher unwahrscheinlich. Auch aus der Literatur, was damals so im Zweiten Weltkrieg passiert ist, habe ich das nicht entnehmen können, dass es irgendwie Panzer auf Dächern gab. So, wir haben sie auf jeden Fall hier alle ausgeknipst. Der Innenhof ist gesichert. So, Kontrollpunkt erreicht. So wird doch ein Schuh draus. Aha, das sind doch die Jungs, die uns die ganze Zeit abgeschossen haben. Das ist auf jeden Fall eine schöne Multiplayer-Map. Das weiß ich. Oh. Bitte, krieg da jetzt zwei Granaten ab. Ich hätte eigentlich nur eine geplant, aber gut. Wenn ihr meint, zwei wären besser. Mit dem zweiten sieht man besser. Alter, lass das. So. Mensch, ihr dürft nicht immer nur hinter mir herrennen. Wir müssen hier uns mal ein bisschen aufteilen. Ihr Bastarde. So. An das MG geht mal bitte keiner mehr ran. Das ist gefährlich. Das könnte durchaus jemanden verletzen, Mann. Ihr habt sie doch echt... Oh, oh. Tja. Dem ging es so wie mir. Nein. Tja, so schnell kann es gehen, ne? Kommt die eigene Granate wieder zurück. So. Es ist hier kein Vorkommen. Ah, renn mir doch nicht immer direkt auf mein Füßchen rum. So, wir wechseln mal die Waffe. Den verpasst mal eine. Der hat es so verdient. Der hat es so gewollt. Mann, geh doch mal weg. Oh, du bist ein dummer Spast. Ich hätte sie alle wegknuspern können. Ihr steht, guckt euch das an. Das ist wie in der F-Jugend beim Fußball. Alle rennen dem einen hinterher, der Ahnung hat. Der Greis weiß überhaupt nicht, was los ist. Ja, so schon mal gar nicht. Alter. Okay, okay, okay. Lass mich mal ganz kurz meine Periode ausbluten. Ich komme später nach. Meine Fresse, kommen da viele Köpfchen hoch. Ja, Granate bringt Luft, ne? Sieht man. Jawohl. Alter, da ist wieder der Sanitäter-Typ. Lebst du noch, oder? Oh, genau in die Granate gesprungen.
Hat mich zwar nicht gekillt, aber hätte sie durchaus. Ach fuck, ey. Der hat nicht abgespeichert hier. Doofes Spiel. So viel Fortschritt. Wo war denn der? War hier irgendwo ein MG-Schütze? Alter. Geh hoch. Scheiße. Die liegt nicht direkt hinter mir, oder? So viele Granaten. Alter, jetzt ist doch mal... Jetzt mal ganz ehrlich. Woher wisst ihr, dass ich da gerade liege? Weißt du, ich mache hier einfach mal einen auf... Ich stell mich tot und alle werfen eine Granate hin. Gehen auf Nummer sicher, oder wie? Wer denn? Was machst denn du da? Geh ich aber gar nicht. Man könnte auch von hier mal... Zack! Hehe. Damit hat wirklich gar keiner gerechnet. Das sichert gar nichts mehr ab. Weißt du, ehe du auf den Trichter kommst, dass da ein MG ist, habe ich den Schütze schon lange ausgeknipst. Okay. Bitteschön. Das möchte ich gar nicht hier, diese Granate. Die würde nicht durch den TÜV gehen. Die TÜV nicht bestanden. Komm. Und jetzt. Bitteschön. Wollen wir mal hoffen, dass die Granate irgendwas bringt. Jetzt kommen wir. Jetzt kommt hier im Auftrag des Herrn. Bleib liegen. Jawohl. Waffenwechsel. Nachladen. Ready for action. Boah, Granate, Granate. Geht doch mal weg, Jungs. Meine Herren. Ah, ihr seid so blöd. Ich muss meine eigenen Leute messern. Nur der Opa weiß, wie es hier geht. Der hat, guck mal, der hat die einzig gute Position. Junge, sind die prasselig. Nee, jetzt wechseln wir nur auf MGs oder MPs oder irgendwas mit M. Monster Mega Granate für den Monster Kill. Komm, geh hoch. Ah, du. Nee, kriegst du gleich wieder. Du Hund, ey, das ist scheiß Zurückgewerfe. 3, 2, 1, weg. So. Einen haben wir noch. Hauen wir nochmal da hinten rein. Sehr schön. Oh, warum blockierst du mich? Ziel erfüllt. Egal wie, wir haben es geschafft. Jawohl, und auf dem Platz da unten läuft alles so, wie wir das wollen. Oh, da warten die ein. Das letzte MG-Nest wartet nur auf einen. Den strahlenden Russen mit der Zielscheibe auf dem Kopf. Namens Dimitri. Alter. Geht ruhig vor, ich muss ganz kurz warten. Wenn ihr schon da unten seid, könnt ihr bitte da irgendwie so hinschießen. Ich komme! Gebt mir Deckung. Was? Der Staub. Nee, der Stab. Ich dachte schon. Schönes Geschäft. Der Staub. Ich vermute mal, es ist kein Putzlaben. Laben. Laben. Warum ist das Laben? Ich glaube, weil ich einfach nur Durst habe. Und... ich sterbe und sterbe und sterbe. Ich trinke jetzt immer ein Schlückchen Tee. Wartet mal. So, wir sind wieder hier oben. Das ist doch kacke. Ich habe es doch schon bis da runter geschafft. Gönnt mir doch bitte diesen minimalen Fortschritt. So, spring jetzt einfach hier runter. Geht nicht. Toll. Super. Klasse. Meine Herren, da explodiert's. So. Ich steige jetzt in dieses Fahrzeug ein und fahre meiner Wege. Schon mal schöne Musik. Zack. Viel Spaß. Alter, ihr mit euren blöden Granaten und Explosivgeschossen. Was soll denn das? Das ist ja wie mit Granaten auf Soldaten geschossen. Das ist doch völlig übertrieben. Los, Panzer. Gib mir mal Deckung. Ich komm rüber zu dir.
3, 2, 1, jetzt. Irgendwo da oben los. Jawohl, meine Panzer feuern auch rein. Einen haben wir noch. Ah, da hat er mir genau eine verpasst, wo ich gerade die Granate geworfen habe. So, hab ihn. Alter! Nochmal die Knarre. Und Seitenwechsel anstreben. Lass mich dahin. So. Oh, die Mülltonnen liegen aber auch sehr günstig. Da könnte ich mich nochmal gut positionieren. Die sind ganz da hinten, ganz da hinten. Und warten wirklich nur auf mich. So. Oder ich nehme die Tür. Ich nehme die Tür. 2, 1. Risiko. Los jetzt. So. Laden gesichert. Ist hier? Nee. Ah, da war ich einen Meter zu weit vorne. Was? Gespachtelt, geleckt und geflutscht. Da ist er weg. Oh, er tritt einfach auf meinen Kopf. Hallo, ich habe mich taktisch in den Boden gegraben und mein eigener Kollege tritt mir da einfach auf den Deckel. Jawohl, guck sie dir an, wie sie einfach feige flüchten. Weißt du, erst hier einen auf dicke Hose machen, der Welt den Krieg erklären und dann ganz feige abhauen. So sind sie gewesen. So und nicht anders. Ich meine, ich wäre nicht anders. Denn ich will auch nicht sterben. So, die Trophäe. Keine Wiederkehr. Sie nur alle ihr Blut vergießen, um es zu verteidigen. Die Alten, die Jungen, die Schwachen. Sie kämpfen für Deutschland. Sie sterben für Deutschland. Haus für Haus. Raum für Raum. Eine Ratte nach der anderen. Ratte für Ratte. Okay, das sind natürlich harte Worte. Man muss auch sagen, nicht alle Deutschen wollten in den Krieg, mussten es aber. So, Räumungsbefehl, 24. April 1945, Berlin. Private Petrenko, dritter Stoßtrupp. Natürlich bin ich bereit. So, beherzt geht er nach vorne. Wir folgen ihm unauffällig natürlich. Ja, es sind natürlich auch sehr viele gestorben, die... Nee, dabei belasse ich es. Es sind sehr viele gestorben. Es sind sehr viele gestorben. Ich weiß gar nicht, warum ich da lache. Sowas Blödes. Nee, die will ich nicht. Nehm Pistole. Hallo. Und, wie geht's so? Diakov. Na komm. Na komm, da kommt doch gleich einer da hinten. Da kommt doch gleich einer. Das ahne ich doch schon. Oder auch nicht. Okay, irgendwas rumst. Halleluja, hier ist die Kacke am Dampfen. Hier fliegen die Raketen. Woher kommen die eigentlich? Direkt aus dem Haus. Sogar die Häuser der Deutschen waren böse. Und dann wieder so ruhig, diese Totenstille. Was mich wieder irgendwie sehr verunsichert, weil ich wahrscheinlich gleich wieder einen Sack kriege. Feuer, Jungs! Die haben gemorst. Und ich hab sie zermetert. Hindeckung! Weg mit dem Ei. Meine Herren! Oh, eine Granate und ich sehe nichts mehr. Machen wir jetzt auch mal so, bitte. Na, ist dahinter noch einer? Ich traue dem Frieden nicht. So, kleinen Molly hin. Granate. Irgendwie sind sie alle weg. Plötzlich verschwunden. Komm, wirf das Ding doch jetzt endlich. Oh, er braucht aber auch ewig. Oh, noch eine zweite. Damit habe ich nicht gerechnet. So. Oh, eine dritte. Und eine vierte. So, haben wir es jetzt mal. Kriegt auch mal eine von mir. Bitteschön. Okay. Jetzt hat er keine Geduld bewiesen. Er wollte jetzt mal ein bisschen vorrushen. Keine gute Idee. Haben wir schon mitbekommen. Geht nach hinten los. Ich sehe dich.
so ist es. Da bleibt ihm nur das kleine Öl. So, von wo kommen sie denn? Von da unten. Na gut, bitteschön. So, das nutzen wir mal aus und gehen mal ein Schrittchen weiter. Ah, er schubst mich. Mann. Tschernow. Warum schubst du? Das ist alles nicht in Ordnung, was du hier machst. So, Tschernow. Ich gehe jetzt mal ein Schrittchen vor. Du hältst mir mal den Rücken frei. Wie so oft wirst du es wahrscheinlich nicht tun. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so Call of Duty spiele. So mit Bedacht vorgehe. Shit! Wir hätten's. Oh, ist einer von mir. Hoppala. Hätten es leiser machen können. Laisa. Alter. So krass. Man muss so langsam vorgehen. Das hätte ich nicht gedacht. Oh, ich bin wieder an irgendeiner Scheißkante hängen geblieben. Um meine Granate zu sammeln. Eat this. Och, Mann. Wenn ich schmeißen drücke, dann heißt das Ding raushauen und nicht ewig noch einen Finger in den Arsch schieben. Seht ihr das? Er bleibt immer an der Kante hängen. Ich meine, die Kante nimmt vielleicht ein Drittel des Bildschirms ein. Da ist es doch durchaus möglich. Bums. Hallo, hör auf zu schießen, bist tot. Du darfst es nicht. Noch eine. Komm. Ist da noch einer? So, hier haben wir mal ganz gekonnt. Da unten war doch eh einer. Oder auch nicht. So, jetzt geht's los. Hier waren wir gerade. Jetzt wird's gefährlich. Rückt bitte nach. Wir legen uns mal in den Dreck. Wo ist er denn? Ist er weg? Aha, das spawnt er direkt vor uns. Das ist wieder unser Typ. Sehr schön. Selbe Situation. Irgendwie von hier rechts haben sie mich direkt abgeknallt. Da so. Ich sehe nicht mal ein. Es ist wieder zum Mäusemelken. Da sprinte ich jetzt rein. Da sprinte ich rein, versuche eine gute Ausgangslage mir zu ergattern, um dann zu sterben. Und rare. Oh oh. Wie schön. Meine Boden, Granate am Boden. So. Noch eine Granate, weil wir es haben. Sind wir heute spendabel. So, wir können natürlich auch nochmal die Knarre hier nehmen. Mal gucken. Mann, er steht mir aber auch wieder auf dem Schnürsenkel rum, der Kollege hier. Das ist genau das Unscharf, was ich gerade sehen will. Okay, so können sie mich treffen. Ich sie nicht. So. Granatenwinkel genauestens hier. Da kennt man einfach, wer Worms-affin ist. Granate. Komm. Okay, ich renne jetzt davor. So, Jungs. Rückt mal bitte nach. Könnte ich erwischt haben. Nee, der fuchtelt da immer noch mit seiner Knarre rum. Ich glaube, da drinnen sind irgendwelche. Nee. Dass nun irgendwas gebracht hat. Möge ich mal zu bezweifeln. Aha. Den haben wir erwischt. Wir haben verdammt viel Muni. Okay, da hinten. Das bringt aber gar nichts. Ach, das Feuer ist hier vorne hängen geblieben. So, bitteschön. So. Ich glaube, wir haben alle. Sagte er und sie spawnt neu.
Alter Verwalter. Hoi, 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 hoi. Kontrollpunkt erreicht. Okay, Leute. Ich brauche kurz Pause. Und ich glaube hier, unser Kollege Resnov auch. Bis zum nächsten Mal. Wir halten die Stellung.